So. Es reicht dann eigentlich auch. Ich finde das Klauen mit, also ohne Dietriche im Inventar relativ mühsam. Da würde ich sagen, machen wir einfach mit den nächsten Häusern nächste Mal weiter und schauen mal, ob wir jetzt eventuell. Lalala. So, ob wir jetzt eventuell nicht den Valentino doch noch irgendwie besoffen erwischen. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir ins Hotel Hanna und legen uns schlafen. Und haben dann morgen einen ziemlich anstrengenden Tag vor uns. Dann gehen wir nämlich doch in den dichten Wald im Osten. Aber diesmal natürlich mit Abspeichern, dass es nicht noch so ein Fail hier passiert wie, ja, wie gerade eben. So, wollte ich mal kurz gucken. 12 Lernpunkte haben wir, genau. Alles klar. So, Valentino. Und es sitzen hier. Ach, jetzt ist ja die Kneipe ist ja richtig belebt jetzt gerade. Mit so Hey. einer Magd. Und was ist mit dir? Hey. Regis? Der Königliche? Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich meine mich zu erinnern, wir hätten Regis schon versucht zu beklauen. Das hat nicht funktioniert. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwelche Quests, die es zu erfüllen gibt? Piratenhandel, Lucia, Dragomirs Armbrust. Ach, die müssen wir auch noch machen. Die verbotene Weide? Ach, wenn ich Benga überzeugen will, dass Balthasar wieder auf seinen Wein lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird sich noch ergeben, genau. Leere den Krug, vielleicht sind die Leute mittlerweile fertig, wer weiß. Ach, die Banditen in Jacks Leuchtturm wollten wir auch noch. Ja, quasi vertreiben. Damit könnten wir ja eigentlich anfangen, weil der Leuchtturm relativ nah ist. Mit ein bisschen Glück haben wir dann genug Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Sind ja nicht mehr viele, nur noch knapp unter 2000. Und der Leuchtturm ist sehr nah und da sind noch ein paar Monster auf dem Weg dorthin. Ja, ich würde sagen, dann knallen wir uns in die Pofe. Wessen Haus ist das hier eigentlich? Ich glaube, das geht nicht gut. Daron schläft hier. Aha. Hat der sein eigenes kleines, ist ja ein Ding. So, nehmen wir mal hier ein bisschen Wasser raus. Eine Laborflasche, Wacholder, dann nehmen wir alles mit. Den Trank auch. Ist ja ein Ding. Die haben hier ihr eigen. Ach Mensch, und noch Zuris der Tränke. Ist das das Haus der Handelsleute hier irgendwie? Ist ja ein Ding. Na gut, dann würde ich sagen, knacken wir diese Truhen noch. Und dann legen wir uns in die Pofe bei Hanna. Rechts war überhaupt nicht gut. Und abgespeichert habe ich natürlich nicht. Na gut, es war schon mal links. Okay. Ach, Menno, ey. Dass ich das irgendwie mit dem Abspeichern zur Zeit ist, das mit dem Abspeichern so eine Sache bei mir, ne? Also, mache ich ein bisschen dumm zur Zeit, gebe ich zu. So. Also nochmal links wäre der erste Move. Vielleicht hat der Zuriss einige Zauber da in der Truhe zu liegen. Immerhin wäre ganz interessant, weil, ja, wir haben ja auch gerade ein paar Zauber verbraucht auf der Insel. Mit den Varanen. Einen guten Eiswellenzauber zum Beispiel auch. So. Dann schön leise und zuerst mal. Raus hier! Ja, in Ordnung. Alles cool. Ich bin ja schon weg. Ja, was Lalala. mit dir? Da hat er uns bemerkt, so ein Mist. Kluges Kerlchen. Ja, legt euch doch alle wieder schlafen jetzt. Gerade eben hat es doch so gut funktioniert. Na gut, ich probiere es einfach nochmal. Er guckt uns an, oder? Ja. Ja, raus mit dir. Tja, jetzt hat es nicht mehr funktioniert. Schade, gerade eben hat es funktioniert. Na gut, da haben wir den richtigen Zeitpunkt leider verpasst. Dann düsen wir mal in die Pofe Ich hab was und, anderes. ja, mal sehen, ob Zuris nicht noch ein paar wertvolle Dinge für uns hat, die wir auch brauchen, um den Leuchtturm vielleicht von Banditen zu befreien. Mann, die ganzen Betten sind ja hier voll. Das ist ja richtig Ansturm hier. Abu Jean schläft auch schon. Das heißt, wir könnten nicht mal noch eine schöne gute Nachtwasserpfeife rauchen. Na, dann können wir auch bis morgen schlafen. Und schön ausgeruht sind wir auch. Fantastisch. Fantastisch. Und, gut, dann fix zu Zuris und dann zum Leuchtturm, würde ich sagen. Damit Jack seinen Leuchtturm wieder kriegt. Er soll So, Zuris, der Hey, Tränkebrauer. du. Genau du, zeig uns Aus deine mit. Waren. Zeig mir deine Ware. Was Er hast du zu hat seine verkaufen? Feuerpfeil, kleiner Feuersturm, der sicherlich nicht schlecht Sollte ist. lieber den Mund halten. Das Medaillon ist auch nicht schlecht, zumal wir Was ja du gerade eine sagst. ganze Menge Geld haben.
Wolf rufen kann man sich sparen, wenn ich mich richtig entsinne. Ein Feuerball ist nicht schlecht. Aber vor allem ist der kleine Feuersturm relativ gut. Ich würde mal sagen, wir verkaufen einfach mal die ganzen wertvollen Statuen hier. Goldener Kerzenständer, goldener Kelch. Solange wir nicht den Blutkelch verkaufen, ist alles in Ordnung. Schlimme Zeiten sind das. So, Silber brauchen wir auch nicht. Zack. Krautstampfer. Ach, wer weiß, da brauchen wir den nochmal irgendwann. Die wertvolle Innos-Statue. Und die normale Innos-Statue kann alles erstmal weg. Eine Klappmuschel. Ist, denke ich, auch nicht unbedingt so wichtig. Eine Hornmuschel brauchen wir erstmal auch nicht. Das Wargfell, das können wir alles zu unserem Chef geben. Das sind auch nochmal 200 Gold. Und ein Fell eines Schattenläufers ist immerhin 38 wert. Kriegen wir den vollen Preis für. So, den Flammenschutzring. So, Kronstöckel behalten wir natürlich alles. Da ist der gebratene Schinken hier. Sehr gut. Bolzen haben wir. Sehr schön. Die Waffen können wir hier auch noch verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Das grobe Breitschwert, die rostige Axt. Das darfst du keinem erzählen. Den Degen hier. Den haben wir ja angelegt. Den braucht man nur einen Degen des Banditen. Worum soll ich mich denn noch Spitzhacke lassen wir mal drin. Den schweren Ast, der gibt zwar nur ein Gold, aber müssen wir ja nicht mit uns rumschleppen. Einen Gehstock behalten wir mal. Man weiß nie, wann man den nochmal braucht. Den Langbogen behalten wir auch, den normalen Bogen können wir verticken. Den Weidenbogen genauso. So, würde ich mal sagen, holen wir uns den kleinen Feuersturm. Ein paar Mal. Monster schrumpfen holen wir uns auch einfach, auch wenn ihr in den Kommentaren geschrieben habt, dass man den nicht unbedingt braucht. Man kann die Trolle zum Beispiel auch besiegen, indem man sich ein wenig geschickter anstellt. Ich stelle mich aber meistens nicht geschickt an, wisst ihr ja mittlerweile. Und dann ist es besser, wenn wir das auf diese Art und Weise machen. Dann würde ich sagen, den Feuerball. Oh, Untote vernichten nehmen wir auch mit, denke ich. Den Feuerball nehmen wir auch ein paar mit. So. Und dieses Amulett der Erleuchtung. Ah, 30 und 10. Das ist eine ganze Menge, ne? 30 Lebenspunkte sind fast. Sind drei Level, ne? Erzähl mir nicht sowas. Hm. Wie viele Lebenspunkte haben wir denn jetzt eigentlich gerade? Gucken wir mal kurz nach. So. Knapp sind wir ja eigentlich nicht beim Gold und verticken können wir das Amulett ja auch wieder. Ich meine, wir haben 136 Lebensenergie, hey, das ist eine Steigerung von 20% grob überschlagen. Zeig mir deine Ware. Plus das Mehrmana. Ich glaube, man findet das auch noch irgendwo. Aber ich kaufe es einfach, sei es drum. Hier haben wir wenigstens ein Amulett um. Das lohnt sich. Ihr werdet sehen, unser Held ist dadurch um einiges widerstandsfähiger. Zack, angelegt und schon haben wir 166 Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Das ist wie, als wären wir Stufe 11 und wir sind ja noch auf Stufe 8. Also, das wird sich lohnen, werdet ihr sehen. Und dann sollten wir jetzt, denke ich mal, auf zum Leuchtturm gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Mika da irgendwie belästigen können mit. So, Feuer natürlich hier immer schön. Ich höre Blut fliegen. So. Zack und... Na, komm schon. Zack. Da fällt mir ein, bevor wir jetzt hier weit laufen und uns dann ärgern, dass wir keine Pfeile mehr dabei haben, düsen wir noch schnell zu Bossbar und holen uns Pfeile, weil letztens hatten wir ja das Problem, dass wir nur noch ganz wenig Pfeile hatten. Oh, Drachenwurzel, richtig gutes Zeug. Daraus kann man dann später Tränke brauen, die einen stärker machen. Drachenwurzel selber essen gibt, glaube ich, einen Stärkepunkt oder so. Und der Trank dann später drei. Das ist richtig wertvoll. Also Drachenwurzeln gehören echt zu den wertvollsten Dingen, die man so finden kann. Genau wie Goblinbären. Na, du alter Prediger, Watras, hä? Bist du wieder am was nennen wir, fanatischen Eifern hier? Seine Brüder. Ja, ja, fanatiere mal rum. Sei es drum, wir düsen jetzt fix zu Bossbar, kriegen dann auch noch eine ganze Menge Shamoma. Haben wir ja immerhin einige Fälle am Start. 20 Wolfsfälle, wenn ich mich richtig entsinne. Ach, Eldritch ist zurück. Ist das nicht schön, Torben? Hä? Kannst du uns eigentlich Dietriche verkaufen? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe. So, was hast du denn am Stissen? Keine Äpfel, aber Dietriche. Die nehmen wir dir mal alle ab. Ups, die Säge hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber egal. Eldritch wird jetzt wieder für dich arbeiten. Eldritch wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast.
Ja, schön. 200 Gold. Das ist gerade das, was wir... Nicht mal. Das ist wesentlich mehr als das, was wir gerade in die Dietriche gesteckt haben. Das lohnt. Bossbar. Hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Fälle. Hast du welche dabei? Mecker nicht rum, Bossbar. Wir haben ja einige Fälle. Ja, für dich. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Boah. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. 250 Gold für das Fell eines Schattenläufers? Hohoho. Zeig mir deine Ware. Da haben wir das Amulett ja schon, ja, quasi for free bekommen. Geil. Den Geschicklichkeitsbonus würde ich eigentlich auch ganz gerne. Ah, mal gucken. Also erstmal kaufen wir 50 Pfeile. Zack, zack, zack. Und dann checken wir mal aus, was wir gerade an Ringen anhaben. Weil der Stärkebonus, der ist eigentlich relativ egal. Der Geschicklichkeitsbonus von 5 wäre um einiges... Wäre um einiges geiler. Ja, komm, wir holen uns noch einen Geschicklichkeitsring. Da bist du ja wieder. Bei so viel, Zeig mir deine Ware. Bei so viel Gold, was wir haben, nehmen wir noch den Ring mit und kaufen nochmal 50 Pfeile. Das ist einfach 5 Schaden mehr auf unserem Bogen direkt. Zeig mir deine Ware. Ja. Hatte da gerade so eine Idee, Fell eines Schattenläufers annehmen. Man kriegt genauso viel, wie man es ihm gibt. Sonst hätten wir jetzt hier ihm einfach das Zeug abgekauft. Ha, da wäre natürlich eine gute Idee gewesen. So, also den Ring der Geschicklichkeit legen wir mal an. Dann haben wir nämlich schon 39 Geschick. Wie viel Geschick brauchen wir eigentlich für unseren starken Bogen hier? Ach, 90. Na gut. Da bist du ja wieder. Dann zeig mal noch, was du so dabei hast. Zeig mir deine Ware. Ist sich das hier eigentlich ein... Ach, das ist der Ledergürtel, den haben wir schon, genau. So, ach, dann nehmen wir nochmal 50 Pfeile mit. Sobald wir die Armbrust haben, werden wir das umtauschen in Bolzen. Ein Pfeil ist ja ein Gold wert und damit kann man das ja quasi 1:1 in Gold umtauschen. Und Eldritch sägt immer noch an diesem Baumstamm. Also lieber Torben, du scheinst dich ja sehr zu freuen, dass dein Lehrling da ist. Allerdings braucht der Mann relativ lange. Ich glaube, er ist keinen Millimeter weitergekommen beim Sägen. So, spielen wir auch schon wieder bald mehr als eine Dreiviertelstunde. Jetzt bin ich ja überlegen, ob ich jetzt noch in dieser Aufnahmesession mit euch beginne, den Leuchtturm auszunehmen. Oder ob wir das in der nächsten Aufnahmesession machen. Kamera fliegt durch die Laterne durch. Ich würde mal sagen, wir machen das, glaube ich, lieber in der nächsten Aufnahmesession. Die ich wahrscheinlich auch gleich loslegen werde, denn, mein Rechner tendiert zurzeit ein wenig unsynchron zu werden. Und wenn ich die Folgen nicht so lange am Stück aufnehme, dann passiert das eben nicht. Das passiert erst nach längerer Zeit. Deshalb würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Danke auch wirklich für jeden Kommentar. Und auch wenn es nur ein Kommentar ist, coole Folge, scheiß Folge. Die Kommentare helfen mir, Motivation zu finden. Na gut, also meine Motivation ist eigentlich jetzt nicht gering, sage ich mal. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man sieht, dass ihr einfach teilnehmt an der ganzen Angelegenheit hier. Deshalb schreibt ruhig was runter unter das Video. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig für YouTuber. Das vergessen die Zuschauer manchmal. Es ist wichtig, dass ihr Daumen hoch gebt und Videos auch favorisiert oder so. Ich meine, na gut, so ein Let's Play müsst ihr jetzt nicht unbedingt favorisieren. Aber ein Daumen hoch wäre ganz gut. Das liegt einfach daran, dass sich das Video dadurch mehr verbreitet. Und ja, jeder will natürlich eine größere Zuschauerschaft irgendwie erreichen. So, dann würde ich mal sagen, die Fleischwanze da hinten, die killen wir noch. Mit Pfeil und Bogen, wäre natürlich ein bisschen overpowered. Die nehmen wir natürlich einfach so auseinander, wie man das so macht. Oh, Ratten. Dann nehmen wir vielleicht doch den Pfeil und den Bogen. Ha, seht ihr? Riesenratte. Mit einem Schuss. Nur dank unseres krassen Ringes. So. Weil wir nämlich jetzt einfach wesentlich mehr Schaden machen. Das sind 5 Schaden mehr auf Geschicklichkeit. Das ist einfach, das ist eine ganze Menge einfach. Das macht sich bemerkbar. So, die Fleischwanzen nehmen wir auch noch mit. Na komm schon. Geh kaputt. Zack. Da haben wir zu wenig Schaden, um sie mit einem Schlag zu besiegen. Ist ja relativ armselig. Ich dachte, die würden eigentlich normalerweise sterben, wenn man rauftritt. Zack. 3 Fleischwanzen sind auch eine Riesenratte. So, und dann lassen wir mal hier kurz
Scannen wir mal kurz das Tal. Riesenratten, Riesenratten, die nehmen natürlich alle noch auseinander. Sind auch nochmal 90 Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Riesenratten gezählt. Und dann haben wir bald auch unser Level. Okay, dann wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich morgen wieder, nicht wahr? Denn jeden Tag versuche ich eine Folge rauszuhauen. Ich sage, mein Name ist Bernhard und tschüss.